Radio 1. Hörbar Brust. Nee, Cherry, Buffalo Stance, Radio 1, die Hörbarust, immer sonntags zwischen 14 und 16 Uhr, nur nicht in den nächsten 6 Wochen. Wir haben jetzt 6 Wochen Sommerpause, das hier ist die letzte Sendung vor der Sommerpause. Wenn Ihnen jetzt gerade das Herz in die Hose rutscht, so sagt man das, ja, dann seien Sie nicht traurig und seien Sie nicht nervös, denn Sie können irre viele Podcasts hören, also Sendungen aus der Vergangenheit, aus der jungen und aus der alten Vergangenheit. Bis zu ein Jahr finden Sie in unserem Archiv unter anderem Sendungen mit Sophie Passmann, Esther Perban, Finn Kliemann, Erika Pluha, Baskast, Christoph Niemann, Corinna Harfuch, Dirk Stermann und so weiter und so fort. Und das hier ist mein heutiger Gast. Radio 1. Hörbar Rust. Heute mit Jeppe Hein, 45. Dänischer Künstler. Fontänen, die zu Räumen werden, Wände, die sich verschieben, autonom fahrende Sitzbänke oder ein Hocker, aus dem plötzlich Rauch aufsteigt. Man braucht keine psychedelischen Substanzen, um Dinge dieser Art zu erleben. Mit etwas Glück begegnen sie einem irgendwo auf der Welt, denn überall auf der Welt hat der Künstler Jeppe Hein bereits ausgestellt. In Paris und New York, Tokio, London und so weiter und so fort. Der gebürtige Däne gilt als Shootingstar der Szene und wurde einer der wichtigsten Vertreter zeitgenössischer Kunst. Heute hier, morgen dort und dann eines Tages im Dezember 2009 ging es plötzlich nicht weiter. Burnout. Sein Leben als Künstler und Familienvater steckte im Funkloch. Ängste, Überforderung, inneres Gelähmtsein. Jeppe Hein musste den Reset-Knopf drücken, für manche Menschen vielleicht sogar das Beste, was passieren kann, sagt er. Das Leben geht ja weiter, nur eben anders. Wir freuen uns sehr. Herzlich willkommen in der Hörbarust auf Radio 1. Herzlich willkommen, Jeppe. Dankeschön. Da das ja leider ein auditives Medium ist, kann keine unserer Zuhörerinnen, keiner unserer Zuhörer sehen, dass du mit einem Motto-T-Shirt hier bist. Ein Tattoo auf deinem Arm trägt denselben Spruch, nämlich welchen? Breathe with me habe ich hier tätowiert und meine Unterarm vor 2 Jahren her oder ein Jahr her. Und hier auf meinem T-Shirt steht auch Breathe with me. Was ist ein Projekt, das ich seit 3 Jahren in der Welt mache, wo ich man malt seine Atmen, also seine Ausatmen. Und da heute sollen wir auch vielleicht die einladen, das zu machen. Also ich muss dazu sagen, er hat um ein Glas Wasser gebeten und ich habe gedacht, ja okay, klar, Wasser kriegt ja hier jeder Gast. Mehr übrigens nicht, weil wir ja von ihren Gebührengeldern leben. Aber er wollte dieses Glas Wasser für einen Tuschkasten haben, der jetzt hier vor mir liegt. Das sind biologische Farben. Also der letzte Tuschkasten, den ich in der Hand hatte, ich möchte jetzt die Firma nicht nennen, aber das war für den Kunstunterricht natürlich früher. Das Tollste war und das Kostbarste war immer Deckweiß. Da musste man immer, das Deckweiß durfte nicht eintrocknen, das durfte man nicht verlieren. Das war diese kleine, wichtige Tube. Mhm. Und das hier sind aber richtige Biofarben aus natürlichen Bestandteilen. Ja. Toll. Und wir malen gleich was zusammen? Ja, ich finde, wir sollen probieren, unser Atmen wahrzunehmen mit blauen Striche oder eine Farbe für ihre Wahl. Aber die letzten paar Jahre habe ich mit Blau gemacht, weil die Himmel und der Meer ist blau. Meine Augen fühlen auch ein bisschen. Und für mich war das so, das war auch wegen meinem Burnout vor 10 Jahren hier, dass ich mich wieder umgucken muss. Ich muss reinspüren, wen bin ich eigentlich, wo bin ich und was will ich in meinem Leben. Und in dieser Situation hatte ich so viele Ängste, dass ich mich
muss sehr viel mit meinem Atmen beschäftigen, weil ich habe Ängste, drückt auf die Lungen oder meine Ängste und dann hat Schwierigkeit zu atmen. Das ist ja ein sehr weites Feld, also nicht nur für Leute, die Yoga machen, sondern ich glaube, die meisten Heilpraktiker, Therapeuten, Ärzte, ich glaube, alle Menschen, die sich mit dem Menschen und mit seiner Gesundheit beschäftigen, wissen, auch religiöser Art im Übrigen, wissen ja, wie wichtig der Atem ist. Ich habe das noch nie geschafft, glaube ich, meinen Atem so zu optimieren und sagt man denn eigentlich zu kontrollieren oder ist das dann schon wieder falsch? Ja, das ist richtig. Das ist der einzige Organ im Körper, das man beeinflussen kann. Und das, die Lungen? Ja, das habe ich von Wolf Singer gelernt, also ein Gehirnforscher hier aus Deutschland eigentlich. Und er sagt, das ist das da, wo man kontrollieren kann. Das heißt, wenn man Ängste haben oder Atmenschwierigkeiten und man atmet schnell, wenn man dann anfängt, seine Atmen zu zählen, also beim Einatmen zählt man zu 4 und dann hält man kurz 2 Sekunden und dann ausatmet. Ich ausatme länger. Dann kontrolliert man seine Atmen, auch wenn man nicht will. Und dann kriegt man so einen langsamen Rhythmus. Die Herztöne ändern sich und die Körper ändern sich entspannt. Ich finde das sehr spannend. Ich hatte neulich zum ersten Mal in meinem Leben eine, ich weiß gar nicht, wie man es nennen soll. Es war keine Panikattacke, aber das hatte etwas mit einer Angst. Ist das Angststörung das Wort dazu? Ich weiß nicht, ich habe es ja jetzt noch nicht beschrieben, die Situation, aber es ist aus Nebenwirkungen für ein Medikament entstanden, wie ich dann relativ schnell schlussfolgern konnte. Aber so unvorbereitet, wie es Menschen treffen kann, letztendlich unterm Strich bin ich froh, diese Erfahrung mal gemacht zu haben, weil es ja viele Menschen gibt, die Angststörungen, Panikattacken haben und es ist immer sehr schwierig, das zu beschreiben. Ja, das ist schwierig zu beschreiben und auch verstehen erstmal selber, was ist eigentlich in meinem Körper los und mein Gehirn und warum kann ich nicht das kontrollieren und warum habe ich Angst, nur rauszugehen oder wann andere Leute in die Nähe kommen und diese Erwartung und so weiter. Und das muss man erstmal formulieren in sich selbst und das ist gut, einen Dialog zu haben mit jemand anderem, klar, das ist sehr wichtig. Bestimmt können wir ein bisschen was lernen von dem, was du mit dir erlebt hast. Du hast dich ja wirklich sehr explizit damit auseinandergesetzt. Es hat dich hart getroffen. Also du warst wirklich, ich habe ja vorhin das Wort gelähmt benutzt, du bist 4 Jahre konntest du in keinen Supermarkt gehen. Du bist 1 Jahr zu Hause geblieben oder sogar länger. Also das ist schon, wenn man dein Leben vorher kannte, ist das schon eine sehr große Umstellung und vielleicht profitieren wir von der Erfahrung, die du gemacht hast, dass du uns da so ein bisschen erzählen kannst. Aber jetzt fangen wir erstmal an mit deiner Musik. Ja. The Cure, mit The Cure fangen wir an. Ja. Friday, I'm in Love. Wofür steht der Song? Ja, was sagst du, ich weiß es alleine. Also ich, das war in Jugendheit. Das war eine Zeit, wo ich mich von meiner Vater eigentlich und meine Mutter bewegt hat. Also auch physisch. Ich habe aufgewachsen mit meinem Vater. Und, du bist mit deinem Vater aufgewachsen? Ja, also die sind getrennt, wenn ich 5 war und dann bin ich mit meinem Vater. Und dann irgendwann 16 Jahre alt wollte ich gern, glaube ich, nach. Meine Mutter, sie war drogenabhängig und mehr oder weniger, oder Missbrauch, würde ich sagen, und ich wollte sie gern retten. So einer der Hauptgründe war eigentlich, darüber zu ziehen, wo sie wohnt. Oh, wow. Und wenn ich jetzt zurückgucke, und auch sie kennenzulernen, weil ich sie nicht richtig damals wusste, wem sie richtig war. Klar kann ich nicht meine Mutter retten. Wir haben eine sehr gute Beziehung jetzt und sie haben mir seit ich nicht atmen können, hat sie mir sehr viel, eigentlich meine Atmen wiedergegeben. Wir können das gleich nochmal etwas genauer, wir fangen gleich an sozusagen bei deiner Geburt, wir gehen gleich nochmal durch dein Leben. Und dieser Song steht für den 16-jährigen Jeppe, kann man das sagen? Ja, genau. Diese Freiheit, diese Neuigkeit, neu entdecken und raus in der Welt. Raus. Ich mich heute verhasple, dann liegt das daran, dass ich so nervös bin, dass ich sie alle 6 Wochen lang nicht sehe und höre, wegen der Sommerpause. Aber wenn mein Gast ins Stolpern kommen sollte, liegt es daran, dass er ist vierfacher Vater und das neueste Kind ist 3 Wochen alt jetzt. Ja. Und du wechselst dich mit deiner Frau Silke zwar ab, damit ihr nicht beide völlig fertig seid, aber das ist für dich auch sicherlich anstrengend. Übernimmst du die halbe Nachtschicht?
Ich nehme die sehr früh Morgensicht. Das ist so, wir haben ja drei andere Kinder, das gibt ja, da muss auch jemand dem irgendwie in der Schule bringen oder in der Kindergarten. Ihr habt drei Mädchen, das älteste ist 14. 14, 11 und 5. Ja. Und jetzt ist ein kleiner Junge gekommen. Das ist klar, auf einer anderen Ebene sehr schön auch, weil das plötzlich wäre ein Spiegel von mir als Kind und ein Junge, nochmal ein bisschen Unterstützung in diese Energie im Haus. Das ist das Beste, was dir passieren kann, dass du im Matriarchat erlebst, oder? Genau, also wir haben einen Kater, aber das ist kastriert, das ist nicht so maskulin mehr. Du hast gerade gesagt, das ist, wie hast du es formuliert? Das ist ich in jung, hast du gesagt? Oder? Ja, ich habe gesagt, das ist ja interessant, wenn man plötzlich, glaube ich, eine Junge und ein kleiner Junge plötzlich bekommt, dass man diese Reflexion von sein eigenes Leben als Kind, und wie war ich, wie sehe ich aus, wie habe ich mich verhalten, und auch wenn das ein neues Leben, dann ist, glaube ich, da wäre ziemlich viel Reflexionen und Spiegelbilder in mir verstehen. Will man das sehen oder sieht, also ist oh ja. Das... Oh ja, ich würde es sehr gerne sehen. Also ich bin sehr gespannt. Kriege ich einen kleinen Fußballspieler? Ich würde ja gerne selber Fußballspieler werden früher, was es Gott sei Dank nicht geworden ist. Aber ist das ein Fußballspieler oder ist es mehr reflektierter Künstler? Oder ist es ganz was anderes, was ich gar nicht vorstelle, was ich eigentlich hoffe? Ich glaube, wir kriegen Kinder oder wir alle kriegen Kinder, dass wir uns was lernen. Ich glaube nicht, die Kinder muss nicht so viel lernen, die muss einfach ihr Leben leben. Aber und wir dem unterstützen und umarmen und dem nicht belehren, aber mit dem spielen und dem Austausch machen. Und da glaube ich, da ja. Muss ich was lernen. Ja, du hast mal, ich habe gelesen, dass du mal gesagt hast, du bist eher für Beziehung als Erziehung, ja. Ne? Dass das wichtiger ist. Ja. Und ich habe keine Kinder, deswegen sage ich das jetzt mal so unerfahren. Ja, ja. Ist es nicht auch schön, gibt es nicht auch Sicherheit, wenn Eltern... wenn Eltern einem den Rahmen vorgeben? Also diese Art von Erziehung kann ja auch eine gewisse... Also Freunde haben ja Kinder genug, Eltern sind Eltern, oder? Ja, ja. Ich glaube, eine Rahmen und eine Grenze ist ja ganz, ganz wichtig. Das ist das Allerwichtigste, glaube ich, für Kinder, Grenze zu setzen. Ich habe als Kind fast keine Grenzen gehabt. Meine Eltern waren Hippies und... Wirklich? Und auf dem Land. Na los, dann lernen wir sie jetzt mal kennen. Wie genau. Heißen denn... ich weiß, deine Stiefmutter heißt Ilse, glaube ich. Ilse, ne? Ja, genau. Also und mein Vater heißt Jörn. Jan. Und also meine Eltern sind getrennt, hat sich getrennt die haben sehr gut miteinander jetzt und auch damals, aber die sind getrennt, wenn ich 4, 5 Jahre alt war, so ein bisschen. Ja. Und da hatte ich sofort eine neue Stiefmutter, Ilse. Und auch ein neuer Stiefvater. Da heißt ihr Dänen, ihr löst ja, genau. Das immer genau. Das ist toll. Schnell gelöst, aber ach, das ist doch nicht toll. Gelöst. Gleich der aber. Nächste Dogma-Film von meinem inneren Auge. Oh. Und du hast eine Schwester. Ja, ich habe eine Großschwester auf meiner Mutterseite. Das heißt, Lise, die war auch sehr schnell weg in der Welt. Also da habe ich eigentlich auch verloren, weil ich mit meinem Vater, weil meine Schwester war bei meiner Mutterseite und da geblieben. Oh, okay. Und dann aber meine Vater mit seiner neuen Frau, Ilse, und meine zweite Mutter, würde ich sagen, da habe ich drei Geschwister jetzt. Oh, okay. Ja, und das ist klar. Dem habe ich alle eigentlich eine sehr enge Beziehung mit. Du musst mir ein Zeichen geben, wenn meine Fragen zu persönlich sind, das ja? Das glaube ich. Wie oft hast du denn deine Mutter nie gesehen? Also du bist bei deinem Vater groß geworden. Wie oft habt ihr euch getroffen? Deine Mutter, deine Schwester und du? Also ich habe ja am Anfang ist sie jede zweite Woche Ende. Sie wohnt in Kopenhagen und am Anfang war ich ein bisschen in der Nähe, dann sie auf dem Land gezogen mit Tieren und Eseln und Frauen und alles Mögliche. Du oder sie? Ich bin meine Papa. Ach, wie schön. Ja. Mit Meerblick und so ganz, ganz schön und toll romantisch. Ein richtiger Bauernhof. Richtig in Lada mit Nein, danke zu Atomkraft, mit Sticker vorne auf den Lada durchgefahren und ein totales Schock für das ganze Halbinsel, wo wir eingezogen. Ach wirklich? Ich dachte, wie sind denn Dänen eigentlich drauf? Ich dachte sowieso sehr liberal, sehr naturbezogen. Ja, aber das, glaube ich, sind wir auch die meisten, aber das ist ja klar, das ist ja immer unterschiedliche natürlich. Leute und klar, weil man kommt als Hippie mit. Ich hatte, seit ich zweite Klasse war, habe ich einen Ohrring, also eine Feder in meine rechte Ohr und das ist klar, komme in meine Schule, mit Dorfschule mit 36 Kinder und ich komme da an mit so einer Feder im Ohr
Ich weiß nicht, aber das kam schon ein bisschen anders an. Hast du dich denn, warst du ein selbstbewusstes Kind? Ja, ich fand das total normal. Auch wenn die großen Jungs hat gesagt, ja, du bist doch schwul oder irgendwas. Das war ihr Spruch damals, weiß ich. Also das ist ja heute noch so, dass das Schwulsein als Ausgrenzung gilt und dass sich Kinder darüber lustig machen. Ne? Das ist so. Ja. Aber du warst, dich hat das nicht beeindruckt? Du hattest keine Angst, du bist nicht gemobbt worden in dem Sinne? Oder also das war nicht so, dass ich habe mich auch in dieser ziemlich schnell diese Zeit gelernt, wo man als getrennt Kind sich seine Kräfte reinsetzt und wo Energien. Also in der Schule war ich nicht so gut. Also ich bin nur Legastheniker und auch nicht Dyskalkulie, aber sehr sehr schwierig zum Lesen und Schreiben. Und das heißt, in der Klassenzimmer war ich nicht die Beste. Mhm. Da musste ich dann mich zeigen in der Pause. Und da habe ich mich dann umgetobt. Als denn okay. Ist ein wilder Junge, da alles können. Ein lieber Junge? Ja, eigentlich, wenn ich zurückgucke, könnte ich merken, ich war leider, weil ich so viel momentan über Empathie und Herzöffner arbeiten und probieren, mein Leben immer so zu führen. Aber ich habe leider auch, glaube ich, ein paar Mädchen sehr schwierig gemacht. Weil ich ich habe meine Mutter verloren. Ich war 5 Jahre alt. Und hat keine Beziehung dann plötzlich zu der Feminin und diese Mutterrolle. Auch wenn ich eine neue Mutter hatte, ist es ganz anders. Das war auch nicht meine richtige Mutter. Das heißt, ich habe schon ein bisschen dem geärgert, glaube ich, weil dieser Kontakt zu den Frauen und Mädchen wusste ich gar nicht, wie ich mich umgehen soll. Mhm. Das habe ich mehrmals meditiert über die letzten paar Jahre. Ich bin ja zurückgegangen, habe probiert, diese Sachen zu lösen in mir selbst. Mhm. Warum und so. Und das ist sehr interessant. Prince hast du mitgebracht mit Kiss. Ja. Wofür steht der Song? Der Song steht das war mein erster LP und ich glaube, ich war nicht alt. Ich glaube, ich war 8 oder 9. Und das war so ein bisschen auf die Grenze, weil das auch war so eine revolutionäre Musiker und hat diese so ganz leichte, ich würde nicht sagen Frau-Stimme, aber das war so sehr spektakulär für mich. Und dieses Lied hat mir einfach so eine Freude reingebracht. So, ich habe mir diese LP gewünscht, diese Platten. Und das war für meine Eltern, glaube ich, auch und für Freunde total komisch. Ich war 9 und hatte diese Kiss, diese weiße Album, wo er so ganz hübsch aussehen vorne mit so eine schwarze Kleider, schwarz-weiß. Und das hat einfach, ich war einfach angezogen. Radio 1, die Hörbarust, zu Gast ist heute der Künstler Jeppe Hein. Und die Dänen und Däninnen, die ich in meinem Leben kennenlernen konnte, hatten alle eine Affinität zu Sprache. Das ging, also das kenne ich auch sonst von Holländerinnen und Holländern. Und da wurde es mir so erklärt, dass die Filme einfach in der Regel nicht synchronisiert wurden und dass man deswegen irgendwie auch ein gutes Gespür für Englisch und auch fürs Deutsche hat. Ist das bei dir auch so gewesen? Also ja, das ist so, wir haben keine synchronisierte Filme in Dänemark. Das heißt, Englisch ist am meisten, klar, wir haben nicht viele deutsche Filme damals. Da war RTL, glaube ich, da hat manche Leute das haben wir
überhaupt nicht. Ich habe ja in siebte Klasse habe ich angefangen, Deutsch zu haben, weil ich wollte gerne in ein Gymnasium, das fängt erst am 9. an, also wie so Abitur. Ja. Und das habe ich ein halbes Jahr gehabt und da war es einfach für mich zu schwierig. Mhm. Das war für mich ein No-Go. Und dann habe ich erst wieder in Frankfurt in der Städelschule, wann ich da studiert habe, ich meine erste Deutschkurs gemacht mit Gabel, Messer, hallo, wie geht's und so weiter. Gibt es einen Lieblingsausdruck, gibt es Lieblingswörter im Deutschen? Hügelig. Hügelig? Ja, aber das ist ja auch ein dänisches Wort. Was ist so hügelig ist irgendwie gemütlich, ne? Ja, genau. Das ist so, ja. Und in Deutschland ist ja genau. so eine Hügel. Ja, genau. So, ja. Das fand ich dann schön, weil hügelig ist ein Wort, das für mich und meine Frau ganz viel bedeutet. Wir haben ein T-Shirt gemacht und so, das war ganz schön. Oder sind hügelig an. Ich finde ja auch, weil das ist ein bisschen viel Gebrauch, ich finde geil, weil das haben wir auch benutzt in Dänisch. Also, und man hat lustig gemacht von den Deutschen da immer so, ja, komm mal, geil und so. Also das haben wir auch als Jugendlich benutzt, diese Wort. Und das finde ich immer noch sehr... Benutzt du das ironisch oder benutzt du das normal? Also so, dass du wirklich sagst, wow, das ist echt geil. Ja, das benutzt ich auch manchmal. Ja. Also meine Wörter merkt man auch in meiner Sprache. Ich bin sehr begrenzt auch und rede vielleicht viel zu schnell, dass man nicht versteht, was ich sage. Was manchmal so eine Schutzmechanismus ist. Wir synchronisieren das eh nachher. Ja, noch, genau. Ja. Fährt das ein bisschen langsamer. Genau, du bist doch, ich denke, Meditation und in sich gekehrt sein und so. Ich dachte, dass du ganz langsam sprechen würdest. Ja. Ja, es ist so komisch mit dem Wort geil, dass du das sagst, weil das war natürlich... keine Ahnung, wann kam das denn auf? In den 80ern, 90ern? Mhm. Und man hat versucht, das als Erwachsener. Also man war immer irritiert, wenn Eltern das benutzt haben. Ja, das weiß ich noch. Das war so anbiedernd, wenn Eltern gesagt haben, das ist aber ein geiler Tag heute gewesen, oder? Und du hast gedacht, was sagst du da? Das ist überhaupt nicht dein Wort. Und jetzt sind wir selbst in dem Alter. Ja, ja. Und ich hatte schon überlegt, dass ich mir das, ob es albern ist, dass ich das benutze. Es geht aber, es ist da. Man benutzt es, ohne dass es einem peinlich vorkommt. Okay. Gibst du uns noch ein schönes dänisches Wort vielleicht mit, dass wir dein Lieblings, hast du so einen Ausdruck, den du ja, gerne benutzt? Ich finde Kærlighed. Was ist das? Das ist Liebe. Wie heißt das? Kærlighed. Oh, das ist aber sehr schwer. Ja, das ist sehr schwer, das mit so einer dänischen E, also E-Umlaut. Also. Kærlighed. Kærlighed, ja. Aha. Und das finde ich ganz schön, weil das ist schwierig zu aussprechen, aber es ist so eine ganz, und Hed. Da kannst du, das ist ja genau, das ist die Ende. Da kann man Frihed, das ist Freiheit oder ich liebe Freiheit. Zufriedenheit. Oder das ist, alles endet mir das Gleiche. Und das finde ich total schön. Also ich bin ja kein, ich buchstabiere sehr schlecht, aber ich habe immer so Wörterspiele immer und gucken so Sachen an. Und da immer Sachen mit Hed, Stillheit, das ist Stille. Ach, du hast ein Parfum gemacht mit Gesa Schön, mit unserem Parfümeur. Also ja, genau, ich habe sogar hier Stillheit, Stille. Auf Norwegen sieht man nicht, auf einem weißen Tattoo auf meinem Arm. Ein weißes Tattoo auf deinem Arm? Ja, da habe ich zwei eigentlich. Hier, das sieht man besser. I am right here, right now. Moment, da sehe ich ja gar nichts. Da muss ich eine Brille anziehen. So, hier auf meinem Unterarm innen, für mich selbst. Und da steht da, I am right here, right now. Also eine weißen Tattoo, ja. Das ist sehr schön. Wie bist du auf die Idee gekommen? Das ist eine super Idee. Ja, also eine Tattoo, ich finde Tattoo sehr interessant für mich und ich würde gerne was für mich selbst machen. Das war genau nach meine neue Start im Leben 2009 oder da mit meinem Burnout. Da wollte ich gerne nochmal ein Statement haben, was am wichtigsten ist für mich damals. Und das war eine Hier und Jetzt zu sein, weil ich immer in der Zukunft oder Vergangenheit war. Mhm. Und da habe ich gedacht, da kann ich immer mich dran erinnern, wenn die auf meinen Arm gucken, dass ich kurz mal einatmen und dann bin in hier und jetzt. Wie schön. Das ist eine gute Idee, ja. Diese Tattoos, die man für sich selbst macht. Eigentlich sehen die anderen ja in der Regel die Tattoos, ne? Viele. Ich habe ja auch meinen Ehering. Dein Ehering ist auch tätowiert, auch weiß? Auch in weiß, ja. Meine Frau hat auch. Das ist ganz schwierig, das geht manchmal weg und manchmal ist es da. Aber so ist ja die Ehe manchmal auch. Wenn du in Hotelbars gehst, solltest du trotzdem lieber einen Ring überziehen, weil da passieren sonst komische Sachen manchmal. Okay, nicht bei mir. Nächsten Tag, ich bin ganz treu. Sehr gut. World in My Eyes. Ja. Depeche Mode hast du mitgebracht. Ja. Wofür steht das Lied? Das Lied ist so eine Zeit, wo ich glaube, probiert vor meine 35 Jahre alt, wo ich mich mein Leben geändert hat oder reingeguckt hat, war ich so ein bisschen nicht reflektiert, würde ich sagen. Ich war einfach Vollgas und wie geht es weiter und was kann ich erreichen? Und da, ich glaube, in diesem Moment, wo ich dieses Lied höre, habe ich einfach geguckt, ist es meine Augen da die Welt anschauen oder ist es die Struktur da mich aufgebaut in mir, dass es Welt angucken? Und das hat mich sehr beeindruckt, dieses Lied. Let me show the world ist auch so eine, wie sagt man, ja, so eine
ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich, in meinem Leben zu sagen, ich muss einfach angucken, wo geht's weiterhin und wie bewege ich mich weiter? Wem bin ich eigentlich? Künstler Jeppe Heim ist heute zu Gast in der Hörbar. Wolltest Fußballspieler werden, hast du vorhin schon erwähnt. Gut, also ich glaube, die meisten Jungs wollen Fußballspieler werden. Glaube auch. Und dann passiert bei vielen, wenn sie ein richtiges Talent haben, das hatten Gäste hier schon oft, diese Geschichte, die passiert häufiger, als man denkt, dann haben sie wirklich Talent und dann gibt es irgendeinen Unfall oder irgendein Sprunggelenk oder irgendeine Sehne reißt oder so. Mhm. Was war es bei dir? Ja, das war auch so. Aber ich habe gemerkt, die Leute, die wirklich Talent haben im Jugendfußball, die haben das irgendwann zu leicht gemacht. Und die Leute, habe ich gemerkt, die ich kenne, der professionell geworden ist, die haben wirklich, die war nicht die Beste am Anfang, aber die war die Fighter. Die war dem da wirklich immer wieder geblieben nach dem Training und hat geübt und gelaufen und so weiter. Ich war nicht so ein. Ich war ein bisschen leichter, aber ich wollte gern und hatte auch viel, also fünfmal, sechsmal pro Woche Fußball gespielt und geübt. Aber irgendwann habe ich auch so Probleme mit meinen Ankeln und ein bisschen so eine Ankelbruch. Ah, Moment, Knöchel. Ja, Knöchelbruch. Und da habe ich mich angefangen, in der Gleichzeit meine erste Aquarell zu malen. Als Künstler, als 16 Jahre alt. Und das hat mein Leben geändert. Wie kommt das? Also das ist, glaube ich, durch deinen Stiefvater. Ja. Du hast ja auch mit 16 hast du deine Mutter kennengelernt. Oder du bist näher kennengelernt. Ja. Das heißt, du hast diese Idylle, so wie ich mir das vorstelle, der kleine Jeppe in so einem Bauernhof am Meer. Wenn man am Meer lebt, badet man dann jeden Tag oder badet man dann irgendwann nicht mehr? Wie ist denn das? Bist du da jeden Tag ins Wasser gesprungen? Hast geangelt? Solche Sachen? Ja, das war schon ein großer Teil von meiner Jugendlichzeit. Aber dann Teenager, da war ich mehr am Skateboard fahren und habe auf Tankstelle gearbeitet und dann haben wir gefeiert. Okay, natürlich, klar, gehört dazu. Und dann hast du dir gesagt, okay, mit 16, du gehst jetzt zu deiner Mutter. Ja. Du hast vorhin angedeutet, du hast das Wort Missbrauch benutzt. Meinst du damit Alkoholmissbrauch oder glaubst du, dass sie missbraucht wurde und dass sie deswegen in einer Krise war? Nee, oder wie ist das gemeint? Nee, also das war schon mit Alkohol und anderen Drogen auch, also früher. Und dann, wenn ich sie umgezogen, da war das nur Alkohol. Klar. Und da hat sie in dieser Zeit ihren neuen Mann kennengelernt, seit ein paar Monaten. Und er war Kunstmaler und ganz lieber und auch kein Alkoholiker, aber klar, alle Künstler und man trinkt gerne ein Bier auf die lokale Bar. Und da habe ich immer wieder in seinem Atelier übernachtet, weil das war in der Mitte von der Stadt und wenn ich gefeiert war, dann könnte ich dann auf seine Atelier crashen. Und er hat immer gesagt, Jeppe, mal, wenn du Lust hast, hier gib Öl, hier gib Acrylfarbe oder Aquarell. Und ich war auch Fußballspieler, ich wollte Fußball werden, so ich habe gesagt, ach, eigentlich fast habe ich ja seine Stinkefinger gezeigt. Hast du das Gefühl, dass er was in dir gesehen hat? Also bevor du es gesehen hast? Oder ist das zu romantisch? Ich glaube, vielleicht hat er was, ein Potenzial, also eine Energie gespürt, dass ich und dann gesagt, probier mal das aus. Also einfach. Aber er war ein Gärtner eigentlich und hat Blumen gemalt. Also ganz abstrakt, aber sehr, sehr schöne Malereien. Und er hat einfach, glaube ich, die Möglichkeit mir gegeben. Und man kann ja nur... Also ich kann mich nur selbst ändern und inspirieren eigentlich, kann man von außen bekommen. Und er hat mir nur die Möglichkeit gegeben. Und dann irgendwann kam ich so nach Hause, ein Tag, eine Nacht, 12 Uhr, ein bisschen traurig. Ich glaube, ich habe nicht die schönste Feier gehabt oder whatever. Keine schöne Frau mit zu Hause gekriegt oder keine Ahnung, was das war, was sie probiert hat diesen Abend. Und dann habe ich diese Aquarellpapier ziemlich groß und hat probiert, genau so malen, wie ich gesehen habe, er gemalt hat, mit so flüssiger Wasserfarbe, was ich eigentlich fast auch dabei habe heute Abend. Und das hat mir so eine, ich habe Led Zeppelin angemacht. Led Zeppelin und Aquarell, das passt so, also das ist so, Aquarell ist ja so sanft, so vorsichtig. Also alles, was du, jeder minimale Pinselstrich ist ja schon so...
Ja. Ja, okay. Ja, das war sehr, aber das war so diese zwei Kontrasten. Ich glaube, ich wollte nur voll Gas, weil ich war schlecht gelaunt, dann irgendwie so die emotionalen Musik hören und dann irgendwie, und plötzlich stand die da und hat diese, ich glaube, 5 Minuten, 10 Minuten, weil Aquarell kann man, weil man nass, noch arbeitet mal, sehr noch schnell. Mal, genau. Und da war einfach so eine Leben, also es war so Energie aufgelöst plötzlich, was ich noch nie in meinem Leben hatte. Also eigentlich diese Kreativprozess, Dialog, nicht nur mit mich selbst, aber rauszubekommen, war einfach so stark, dass es wie so eine, ich habe noch keine wilde Drogen genommen, aber das war einfach genauso wie so eine innere Droge, die einfach geblüht hat. Also das war einfach fantastisch. Und ich bin wieder rumgetanzt wie wild und bin wieder in der Stadt gelaufen und hat gefeiert. Und ich glaube, nachdem du das Bild gemacht hast. Ja, und ich glaube, das war die einzige Tag fast, dass ich zu spät meinen Job gekommen habe. Also da war Jus Reiner, ich wollte Jus Reiner werden, können wir nochmal gleich sagen, aber da habe ich Reiner, wie sagt man, so ein 4 Jahres Reiner gelernt, aber das war die einzige Tag, wo ich nicht mehr angekommen. Du warst so voller Energie. Da war ich so voller Energie, ja. Und da habe ich nächsten Tag genau das Gleiche gemacht, weil ich dann, jetzt komme ich alles parat und dann stehe ich da und totale Enttäuschung. Schade. Ja, genau. Naja, wirklich, ja. Weil du hast das Gefühl, wie so eine Zauberei, du hast für dich einen Zauber gefunden und jetzt stehst du da. Weißt du noch, wie das Bild aussah? Ja, ich habe das immer noch. Beschreib mal. Ja, das ist die gleiche Form, so wie Blätterforme, so ein bisschen abstrakter, runder Blätterforme, überlappen. Verschiedene Farben. Grün, blau und gelb, das ist so reinlaufen ineinander. Aber wenn man mit Aquarell so ein bisschen grober arbeiten, dann läuft das nicht so schön durch. Und das war es genau so ein, weil ich überhaupt nicht wusste, wie man sowas macht. Wenn man Stiegvaters angucken oder meine jetzt, das ist ein ganz anderer Verlauf. Aber es war einfach das war mehr dieses Erlebnis. Und auch ein sehr schöner Lehrprozess, dass man nächsten Tag genau probieren und will das Gleiche rausziehen, aber das kriegst du gar nicht. Du sagst, du warst enttäuscht. Hast du es denn versucht? Hast du versucht, etwas zu machen und dann hast du gemerkt, das ist nicht dasselbe Gefühl? Ja, ich habe öfters gesucht und dann habe ich angefangen, größerer, kleiner, da habe ich angefangen, Acryl zu machen, kleiner Acryl, Leinwände von meinem Stiegvater und dann bekam das mehr und größer und größer. Und du hast dich dann aber vertraut gemacht wie mit einem Handwerk oder wie mit Utensilien, also du hast ja nicht aufgehört, obwohl du enttäuscht warst. Nee, aber ich habe gemerkt, dass einfach dass dieser Dialog plötzlich mit mir selbst und ich habe plötzlich Bücher gelesen von Geschichten von, also es gibt ja auch von meiner Mutters Seite, eine sehr berühmte Kunstmaler, von der Cobra-Malerei. Meine Omas Bruder heißt Asger Jorn. Das ist so eine der Hauptpersonen in Cobra in den 50er, 60er und 70er. Und auch sehr berühmt in Deutschland. Und auf jede große Museum, glaube ich, hier in Deutschland. Aber und da habe ich mich sehr beschäftigt, was wie er macht. Und klar, am Anfang, dann kriegt man Inspiration und probiert genau nachzumalen, was es überhaupt nicht möglich ist. Aber dann hat man immer so diese Energie reingekriegt. Mhm. Du hast Schreiner gelernt. Worin unterscheidet sich eigentlich ein Schreiner von einem Tischler? Ja, das ist eine gute Frage. In Deutschland weiß ich auch nicht genau. Aber ich glaube, dass, so ich das verstehe, ist ein Schreiner mehr jemand da, ich würde sagen, momentan ist mehr Montage. Also man macht ein neues Fenster rein, man macht ein neues Dach oder Dachstühle oder so. Also man macht einfach, baut eine Küche ein und so. Weil ein Zimmermann ist mehr jemand, der die Fenster baut. Also einfach viel mehr, feiner, muss man aufpassen, was man sagen. Aber ich glaube, das ist die feine Arbeit, wo das Montage und ein bisschen mehr grobe Arbeit ist, die Schreiner, so ich das verstehe. Alles klar. Hast du die Ausbildung zu Ende gemacht? Ja. Du bist auch auf eine Kunstschule gegangen danach. Da bist du aber, glaube ich, wieder erstmal, die hast du wieder verlassen oder hast du die auch beendet, die Kunstschule? Der erste Kunstschule, das war so ein Insel, das war so eine Vorstufe von der Kunstakademie in Kopenhagen. Und da habe ich beendet, das war ein Jahr lang. Und da habe ich auch mit diese Kunstwerke auf die Akademie probiert reinzukommen. Und dann hast du mich nicht reingelassen mit das, was ich gemacht habe. Und was war Kunst zu diesem Zeitpunkt für dich? Was war das? Ja, vor der Schule war einfach abstrakte Malerei. Ich habe ganz viel auf unterschiedliche kleine Kunstvereins und so Krankenhäuser und so überall ausgestellt und ganz gut kleine verkauft. Ach. Und so, ich kam also ein bisschen so, als das Gefühl war ich so ein kleiner Star, also überhaupt besser in Punktes. Darf ich was fragen? War das, weil das so gut war oder warst du so ein guter Geschäftsmann? Hast du einfach, weil du hast ja Humor, du kannst dich gut verkaufen, bist du zu den Leuten hingegangen, hast gesagt, hier, eure Krankenhäuser sind so kahl und so weiß und so, ich hab was. So, das sind meine Bilder. Ja, nee, so gut Verkäufer war ich auch nicht. Also ich habe mehr so eine
Mappe hingesiegt und sagen, darf ich eine Ausstellung bei euch machen? Und dann hat sie gesagt, ja, das ist schöne Farben, es gibt gute Laune und blablabla. Aha, so war gut. Das. Und dann hat die immer wieder ein paar Bilder gekauft und dann war ich weiter zum nächsten. Und was hast du dir von dem Geld gekauft als junger Mann? Neue Material. Oh, da warst du also schon eigentlich größere Leinwände, mehr Farben und einfach so weiter. Und dann kam ich als so ein bisschen jüngerer, mit viel Selbstvertrauen zu dieser Kunstschule und plötzlich treffe ich so richtig professionelle Künstler und die gucken mich an und haben ein bisschen gelacht. Und sagt, probier mal was anderes. Was du jetzt da machen kannst, probier mal. Und da habe ich angefangen, plötzlich Videos zu machen oder Skulptur. Da habe ich plötzlich Installationskunst oder Sound oder alles dieses andere Formen von Ausdruck, habe ich plötzlich das kennengelernt. Ich habe noch nie sowas gesehen. Und gab es denn keine Aufnahmeprüfung, sodass du bestimmte Sachen, du jetzt naturalistisch malen musstest oder irgendwie? Nicht diese Kunstschule, das war eine bezahlte Schule. Aber die andere Schule war eine Prüfung, aber nur mit Kunstwerken. Weil wir reden ja auch von einer Zeit, wo Kunst noch mehr, der Kunstbegriff noch enger gefasst war, wo es ja auch hieß, also Moment, das, was der Mondrian macht, das kann ich, das können meine Kleine aber auch so ein paar Kästchen rot oder gelb anmalen oder so. Und früher hieß es ja auch, wie du bist Künstler, dann mal was, kannst du mich zeichnen so? Wenn ich naturalistisch zeichnen konnte, der wurde ein bisschen komisch beäugt, oder? Gut, wir haben die Hälfte schon rum, Jeppe. Ja. Ich muss mir jetzt mal angucken, was du dir als nächsten Song ausgesucht hast. Something Stupid, Nicole Kidman und Robbie Williams. Ja. Wenn du dir aussuchen dürftest, einer von beiden zu sein, wer wärst du? Robbie Williams. Warum? Also, ja, warum? Weil ich war sehr fasziniert über er damals. Also ich erinnere, er stand da, hat Fußball gespielt auf die Bühne. Ganz lange hat er so den Ball gehalten, so über eineinhalb Minuten, wo er diese wahnsinnige romantische Lied gesungen und dann hat er diesen Ball rausgekickt zum Publikum. Ja. Und das hat mich so beeindruckt, wegen der alte Fußballspieler, glaube ich. Und aber ich finde auch, dass er aber einfach eine ziemlich junge, freche, mutige Person damals und ich war auch 30 oder jünger und das war einfach so eine Lebensenergie. Also auch jetzt, wenn ich zurückgucke, klar, das war nicht die beste Musik, aber super Songs. Er war einfach ein paar Jahren sehr Inspiration für diese auch sehr gefühlsmäßige Lieder, das er geschrieben hat, wo er wirklich tief im Herz ging. Und dann haben wir diesen Film Moulin Rouge gesehen. Und da singt er auch, da wird diese kleine Song gespielt von er. Und das war für mich, oder Frank Sinatra ist es, aber da war einfach, hat mein Herz geblüht und da habe ich auch meine Frau ungefähr da kennengelernt. Oh. Und hat sie mitgenommen zu einem Robbie Williams Konzert. Ah, jetzt ganz zum Schluss wird es aufgelöst. Genau, genau. Und dann haben wir am Vormittag haben wir in Berlin rumspaziert und sind vorbei Münz und Kannstraße auf die Ecke. Und dann, ich wollte einen in der Turm, Alexander Turm, küssen erstmal. Aber da hat sie mir da sofort auf diese Ecke geküsst. Und ich war total überfordert. Das heißt, jedes Jahr danach haben wir genau auf diese Ecke eine rote Herz gesprüht. Oh. Und da lag ich auf meine Knie und hat sie gefragt für heiraten. Mein lieber Spitz. Das war viel länger. Ich war ziemlich lang am Fragen. Das hat mir 8 Jahre gedauert, zu fragen. Aber 8 Jahre, na gut. To dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Radio 1. Hörbar Brust. I believe that fate has brought us here, and we should be together, babe, but we're not. I play it off by
Macy Gray, I Try. Radio 1, die Hörbarust als Sendung immer sonntags zwischen 14 und 16 Uhr. Nur jetzt gehen wir in die Sommerpause. Vergessen Sie uns nicht. Dabei könnte der Podcast helfen. Sie können sich über 50 Gespräche der letzten Wochen und Monate anhören, herunterladen. Heute ist Jeppe Hein hier. Nach der Kunstschule bist du auf die Königlich-Dänische Kunstakademie in Kopenhagen gegangen. Hast da, ich weiß nicht, wie viele Jahre studiert? Ja, ich habe sechs Jahre Abschluss, aber ich habe angefangen die ersten zwei Jahre, wo ich mich vorher mit dem Professor als Assistent gearbeitet und da habe ich das ein bisschen der Weg reingekriegt. Und dann bin ich nach Städelschule in der Frankfurt. Städelschule. Ja. Und das war eigentlich, weil ich damals für andere Künstler gearbeitet und sehr viel anfangen für Olaf Eliasson, das ist ein dänischer, isländischer Künstler, ja, der hier in Berlin auch seine Atelier haben. Und er hat gesagt, komm raus in der Welt, spür mal, studier woanders. Und da habe ich gute Kontakte. Heimo Sobenik hat angefangen, in der Städelschule damals zu studieren. Ich fand seine Sachen sehr gut und hat mich direkt zu er erwähnt und gesagt, kann ich bei dir als Schüler sein? Und dann hat er ja gesagt. Und dann bin ich eigentlich ziemlich schnell, ein paar Wochen, eigentlich meine Sachen gepackt und in den Zug reingesprungen. Und da habe ich Olaf auf dem Weg angerufen und gesagt, jetzt bin ich auf dem Weg. Das war ziemlich aufregend. Das war so schnell plötzlich weg. Okay, und da hast du dann auch Deutsch gelernt, sagst du? Ja, dann habe ich angefangen, einen Deutschkurs zu nehmen. Wie sagt man, Gabel, Messer, Hallo, guten Abend und so weiter. Das sind die wichtigsten. Ja. Also Gabel, Messer, Hallo. Ja, genau. Du bist ziemlich schnell, hast du ziemlich spektakuläre Sachen gemacht und wurdest auch gesehen und wurdest gefeiert. Also Wasserskulpturen beispielsweise. Wir haben es vorhin ja schon gesagt, so, wie würdest du es beschreiben? Vielleicht kannst du es besser beschreiben, deine Kunst. Ja, das ist ein Werkzeug. Ich sehe meine Kunst als ein Werkzeug für Kommunikation und Dialog. Und ich benutze dann viel Material. Ich benutze zum Beispiel auch Wasser. Wasser könnte sein, dass es eine Wasserwand oder Wasserwände, da unterschiedliche Formen haben, eine kreisförmige, eine viereckige. Und die Wände könnte hoch und runter gehen. Das heißt, man kommt näher, die Wand stoppt. Man geht rein in diesen Raum und wenn man plötzlich springt die Wasser wieder hoch, dann wird man so umarmt oder umzäunt, würde ich sagen, auf Wasser. Man steht da in einem Raum, die Wasser ist so 2,5 Meter hoch und hat eine ganz andere Atmosphäre drin. Und plötzlich geht eine Wand runter und jemand kommt rein in diesen Raum. Deine Raum eigentlich, privater Raum irgendwie. Und plötzlich steht man da ganz eng und intim mit jemandem, das man gar nicht kennt. Das könnte ein kleiner Junge oder Mädchen sein, das könnte auch ein älterer, könnte auch jemand anders Hauptfarbe haben oder eine Augenfarbe. Und das, also ich sehe meine, und da passiert einfach dieser Dialog, eine kleine Lachen. Und ich glaube, ein Lachen kann bringen, dass wir uns gegenseitig verstehen. Und ein Lachen ist umsonst. Und ich finde, dass wir sollen viel mehr lachen, auch wenn ich weiß, dass es manchmal sehr schwierig ist, jemandem ein Lachen zu geben. Ich frage mich, ob die Kunst, also wenn die Kunst ein Mensch wäre, was sie jetzt antworten würde, ob sie sagen würde, Jeppe. Naja, vielleicht, warum sollte die Kunst so eine tiefe Stimme haben? Vielleicht sagt sie auch, Jeppe, weißt du, fürs Lachen fühle ich mich gar nicht zuständig. Also vielleicht ist die Kunst... Die Kunst gibt es ja wahrscheinlich sowieso nicht. Dazu machen zu viele Menschen zu unterschiedliche Dinge. Und wer beurteilt eigentlich, ob Kunst Kunst ist? Aber was ist denn deiner Meinung nach die Aufgabe von Kunst? Würdest du sagen, die Aufgabe ist es, Menschen zum Lachen zu bringen? Nein, überhaupt nicht. Aber meine Kunst hat die Werkzeug, das ein Lachen auf dem Gesicht zu bringen und dann weiter in dein Gefühl reinzubekommen. Und ich glaube, dass der Kunst hatte, ist eine Form von Kommunikation. Und das ist die Künstler auf alle Ebenen, da probieren irgendwie was weiterzubringen oder zu erzählen oder zu aktivieren in Leute. Heißt das denn, dass Künstler klüger und weiter und reifer sind als die Menschen, für die sie Kunst machen? Nee, überhaupt nicht. Das glaube ich nicht. Ich glaube, die sind einfach auf einer anderen Spur wie alle anderen. Ich glaube, wir sind einfach, oder ich probiere einfach mehr, nicht Leute was zu belehren oder lernen, ich probiere Leute zu inspirieren. Mhm. Und ich glaube, das kann man mit dieser Playfulness, also diese spielerische Moment, das ich oft in meiner Arbeit stattfinde, ist einfach, wann man anfängt zu spielen, oder dann vergisst man ein bisschen seine eigene Komfortzone. Und ich glaube, wann wir uns von unserer Komfortzone verlassen, dann lernen wir erstmal richtig was. Weil wir uns da trauen, da rauszukommen, dann entsteht einfach, sagt man, Reibung und Nervosität und so weiter. Und da fangen wir an,
andere Dinge und neue Dinge zu entdecken. Da fangen wir ja auch im besten Fall an, Ängste zu verlieren, weil wir merken, dass das, was uns passiert, was wir nicht geplant haben, nicht wehtut, nicht schlimm ist und vielleicht sogar bereichernd ist. Mhm. Aber wodurch wirst denn du umgekehrt inspiriert? Was würdest du sagen? Ja, also ich habe lange, seit langem habe ich immer wieder Inspiration geholt von der Kunstgeschichte und für Leute, die ich begegnet und was ich lese und was ich Filme gucke und so weiter. Aber die letzten sechs Jahren habe ich gemerkt, dass meine Inspiration kommt eigentlich von, wann ich am weitesten weg ist von der Kunst, von der Welt, eigentlich wenn ich meditiere. Ich meditiere fast jeden Tag und ich glaube nicht, dass ich eine geniale Künstler bin. Ich glaube einfach, dass ich eine Möglichkeit habe, was rauszubringen. Und die Energie, ich glaube, diese Idee ist bewusst, ich glaube auf bewusst, das ist alles, ich sag mal, eine Cloud da oben vom Bewusstsein. Und das inhalt einfach alles. Und manchmal darf man sich öffnen von dem. Also bekomme ich einfach Energie, einfach die Idee und ich bringe das einfach vom Herzen raus. Das hast du mit diesen, ich habe sie vorhin spektakulär gesagt, mit ganz bestimmten Arbeiten gemacht. Da gibt es zum Beispiel einen Quader, auf den sich Menschen setzen während einer Ausstellung und plötzlich kommt ganz viel Rauch. Oder du arbeitest viel mit Spiegeln, du arbeitest mit, da sind wieder Wände, Wände, die sich verschieben. Eine Installation. Ich hätte unglaublich gerne, ich glaube, es war im Centre Pompidou, in einem Projektraum. Das hätte ich mir so gerne angesehen. Das war eine Invisible Labyrinth. Also das Labyrinth, ja, ein unsichtbares Labyrinth, das durch Vibration, erklär. Ja, man kommt in einen 300 Quadratmeter oder größeren Raum, das ist leer. Und die Ausstellung war eigentlich, was darf ich in Pompidou machen? Ich dürfte kein Wasser, Rauch, Feuer, all diese Sachen, was sie manchmal benutzen, darf ich da nicht zeigen, ne, weil wegen sich Sicherheit und so weiter. Okay, da muss ich irgendwas anderes entdecken. Da habe ich das Labyrinth ist ja auch, wie geht man seinen Weg im Leben? Und dann habe ich einfach, vor man reingehen in den Raum, zieht man so eine Headset an und das vibriert dann manchmal. Das heißt, man geht rein in den Raum, geht ein paar Schritte und plötzlich spürt man, dass die Headset vibriert, wie unsere Handys. Das heißt eigentlich, jetzt ist man in eine Wand reingelaufen. Da geht man ein bisschen zurück, dann hört es auf mit vibrieren und dann geht man links und rechts. Und dann gehst du ein bisschen links, vibriert es wieder. Oh, wow. Und so navigiert man eigentlich durch diese. Das ist toll. Also die Leute wussten das. Die wussten das natürlich, worauf sie sich einlassen. Sie wussten, sie gehen jetzt in ein Labyrinth und sie müssen die Wände, die Grenzen selbst erfahren. Ja, durch Überschreitung der Grenzen dann wahrscheinlich. Ja, genau. Wow, das ist eine gute Idee. Vor allen Dingen, wenn du sagst, denn das heißt, du bist vom Centre Pompidou eingeladen worden, bevor die wussten, was du machst. Ich habe immer gedacht, dass man sich sozusagen bewirbt mit einem bestimmten Projekt und sagt, ich würde das hier gerne ausstellen. Aber offenbar ist es so, dass sie gesagt haben, Monsieur Ein, bitte haben Sie Lust, eine Ausstellung bei uns zu machen, ein Projekt? Und du hast gesagt, okay, vielleicht mit ein bisschen Rauch. Ach nee, du hast es dänischer gesagt. Vielleicht mit ein bisschen, ich kann Dänisch nicht nachmachen. Und sie haben gesagt, no, kein Rauch und nichts anderes. Wir müssen etwas Durchsichtiges, Unsichtbares machen. Und dann ist diese Idee gekommen. Ja, also das ist die Idee hat sich entwickelt, klar, und probiert. Das ist ja eine Untersuchung und dann fängt man an, unterschiedliche Research zu machen. Aber das ist und gut. Da entwickelt man sich weiter und das war fantastisch zu spüren. Kashmir ist eine Band, was ist das für eine Band? Eine dänische Band? Das ist eine dänische Rockband. Ich würde sagen, ein bisschen im Vergleich mit Coldplay. Genauso talentiert. Er hat aufgehört vor 10 Jahren, wann das ist, für er zu viel war. Aber in dieser Zeit, wo ich genau nach meiner ausgebrannten Zeit, 2019, dann habe ich mich so innenkern, ich muss mich irgendwie meine Erde wieder, meine Füße und Erde wieder spüren. Ich habe ein Jahr rote Socken getragen, weil rot ist ja der Farbe von Erde, also Grounding. Ich kenne überhaupt keine Erde, die rot ist, du? Ja, doch, wenn du die 7 Chakra durchgucken. Ach, die Chakra. Das ist der Wurzelchakra, ist ja der Erde. Ach, und das ist ja klar. Und da ist der Erde. Und das, warum guckt man runter? Also, und dann hast du, also diese roten Socken waren, hat dir das jemand gesagt oder hast du das selbst gespürt, dass du das machen sollst? Deine Mutter hat gesagt, Jeppe, trag jetzt ein Jahr rote Socken. Nein, sie haben gesagt, sie haben mir ein paar Tipps gegeben, wie ich wieder meine Atmung zurückbringen kann. Hat sie das so auch gelernt? Weil wir erinnern uns, deine Mutter. Ja, sie haben klar auch jemand, der sie sehr unterstützt hat und inspiriert hat, wie sie mit ihr Leben weitergehen. Ja. Aha, und das konnte sie an dich weitergeben. Ja. Das ist ja schön.
Das war eine wunderschön, dass sie mir wieder, zweite Mal in meinem Leben meine Atmen wieder schenkt. Oder so, ja. Und sag mal, wo kriegt man, wie viele Paar rote Socken hattest du? Wie viel braucht man in einem Jahr? Ah, ich habe immer noch ein paar von dem. Also wie viel hast du gekauft damals? Ja, damals habe ich nur, glaube ich, 5 Paar. Also ich, und dann, aber dann, jetzt habe ich immer noch, glaube ich, 5 oder 6 Paar von damals. Weil das war so, jetzt muss man nicht Werbung machen, aber das war, ich glaube, Falken rote Socken und die war einfach, die hält und immer Falke noch, hast ja, du gerade gesagt, ja, dann machen wir jetzt die Werbung. Ich finde, Falke ist in 19 Jahren hörbar noch nie gefallen, das Wort. Und wenn unser letzter Gast vor der Sommerpause durch Falke rote Socken das Erdchakra gespürt hat, das Wurzelchakra, dann genau, kann man das auch mal sagen. Ja. Gut, und wir hören jetzt Miss You von Kashmir. Ja, das hören wir, weil die Zeit war für mich unglaublich innenkern. Ich saß da, hat kleine Aquarelle gemalt und probiert diese meine erste Streifen, mein Atemstreifen zu machen, aber auch ganz viel geschrieben auf Englisch, was er singt. Und er schreibt, er singt, I miss you, auch wenn du genau neben mir sitzt. Und das war ein Gefühl, das ich hatte. Ich habe das Gefühl, dass ich war so nah, meine Frau, was ich liebe, aber ich habe sie so vermisst. Aber ich könnte gar nicht nahe kommen. Ah, ja. Und wir saßen nebeneinander. Und das hat mich so beeindruckt, dieses Spruch. Und das warum dieses Lied. Der Künstler Jeppe Hein ist heute hier zu Gast und wir haben jetzt einen kurzen Gesprächspart noch, aber danach etwas mehr Zeit, uns vielleicht mal von dir erklären zu lassen, wie es also dazu kam, wie du dich gefühlt hast. Du hast eben das beschrieben, wie du deiner Frau nahe bist, das aber nicht spürst und du bist ja nicht der einzige Mensch, dem das passiert ist und dem das noch passieren wird. Aber vielleicht können wir von deiner Erfahrung ein bisschen profitieren. Also, du bist der totale Shootingstar, Durchbruch, super Ausstellungen weltweit. Du bist im Jahr 2008, glaube ich, oder 2009, jeden zweiten Tag. Also du hast irgendwie 130 Flüge gehabt oder so. Also richtig, wo man sagt, wow, Mami, wenn ich groß bin, werde ich Künstler. Damals hey, war wow, ja. Toll. Ja, so ein turbulentes Künstlerleben, also wie gesagt, von außen betrachtet ist das alles sehr reizvoll, wobei es auch interessant ist. Man denkt mal, der Künstler ist so, muckelt vor sich hin, hat seine Inspiration, zieht sich in sein Atelier zurück und dann legt er los. Aber du hast auch irre viele Mitarbeiter. Da steckt ganz viel dahinter. Weiß ich nicht, ein riesengroßes Atelier, noch ein Atelier. Wie war das denn 2009, kurz vor deinem Burnout? Wie viele Leute waren von dir abhängig? Ich glaube, ich habe 15 Mitarbeiter damals gehabt. Und das war ja so eine Zeit, wo ich rumgereist in der Welt die ganze Zeit, mehrmals pro Monat. Und halt eigentlich Liebe und Anerkennung und Akzept, glaube ich, gesucht in dieser ganzen Reisen und meinen Kunst, wo ich klar jetzt gespürt habe, dass die Kunst kann ja auch alleine stehen. Aber damals. Aber du hast doch Anerkennung bekommen. Ich meine, wenn man in solchen großen Häusern gebucht wird, wenn man, du hast deine Kunst überall weltweit ausstellen können. Das, also Anerkennung hast du doch bekommen. Und ja. Liebe doch von deiner Frau. Du warst inzwischen auch schon Vater. Ja, also die Anerkennung, aber die Anerkennung findet man ist nicht sich selbst, glaube ich, und nicht in außen, egal was da in außen passieren, glaube ich, findet man eine die Liebe zu sich selbst. Okay, hast du das Gefühl gehabt, dass du nicht der Künstler bist, den andere in dir sehen?
Hat dir deine eigene Anerkennung gefehlt? Ja, ja. Das war das, was sie gesucht hat. Also ich habe einfach diese Anerkennung und Liebe zu mich selbst eigentlich gesucht, aber ich habe immer in außen gesucht. Und irgendwann war das dann zu viel. Und ich glaube, das ist, glaube ich, für mich irgendwann plötzlich wirklich reinzukehren, zu spüren, ich bin hier und jetzt und was will ich eigentlich, wen bin ich eigentlich? Die Neonboxen, die du als Kunstprojekt machst, die, ja, die helfen dem Betrachter schon, der Betrachterin schon beim Hineinschauen, ein bisschen auf die Sprünge. Ja, das ist ja Texte von meinem Leben. Ich kriege die Inspiration hier auch von Texte von Lieder oder voneinander. Und dann nehme ich einfach Sachen raus, dann hängt das auf dem Wand, das ist ein Box, einmal ein Meter. Das gibt einen Spiegel vor und hinter der Spiegel leuchten diese Leuchtschrift raus. I'm right here, right now. Und dann guckt man sich selbst in diesen Spiegel und guckt sich selbst eigentlich an und kriegt eine Bestätigung von, wem bist du eigentlich und hier bist du hier und jetzt. Und das mache ich, habe ich öfters gemacht jetzt. Und für mich ist es diese Reflexion von meinem eigenen Leben, dass ich probiere, andere Leute zu inspirieren einfach. Und was hat Bruno Mars damit zu tun? Denn den spielen wir jetzt. Ja, einer seiner Lieder, was ich finde sehr schön, ist You are amazing just the way you are. Und das ist schön, sich selbst reinzugucken und das zu bestätigen. Der Künstler Jeppe Hein, What a Life, 128 Flüge in diesem Jahr, über das wir jetzt sprechen. Wenig später sind Reisen nach Australien, Indianapolis geplant, wo du arbeiten wolltest. Irgendwie alles ganz, ganz aufregend. Und du sitzt wieder im Flugzeug von Berlin nach Kopenhagen, oder? Ja, zu Hause damals, ja. Du bist, man muss dazu sagen, dass ihr zurückgezogen seid, du und ja, deine Frau und die ersten, weiß ich nicht, zwei Kinder, glaube ich. Ja, der zweite gerade gekommen, ja. Wir wollen gerade so probieren, wie das wäre, in Dänemark zu leben. Wieder mehr Freunde sehen, ein bisschen mehr, genau, zur Ruhe kommen, was weiß ich. So, und was passierte dann? Da passiert ja diese, also es war, da passiert einfach, dass ich mehr reisen, weil ich plötzlich mein Studio immer noch behalte in Berlin. Und ja, ich reise mehr und mehr und das wird einfach intensiver in mir. Und meine Bedürfnisse oder meine, die Leute wollen was von mir. Und irgendwann fliege ich zurück im Dezember 2009. Von Berlin nach Kopenhagen in Weihnachtsferien. Und da sitze ich in meinem Flugzeug und dann merke ich plötzlich, wann der Flugzeug startet, dass ich irgendwie ganz komisch spüre in meinem Körper. Und ich spüre plötzlich nicht meine Arme und meinen Körper. Und ich gucke so runter und gucke meine Arme an und meine Hände und ich spüre dem gar nicht. Also ich spüre nicht, dass ich mich bewege. Und dann kriege ich plötzlich Angst, weil ich so den Kontakt zu meinem Körper verliere. Und ich klingel auf diese Glocke und die Frau kommt und sagt, mir geht's einfach nicht gut, ich brauche einfach irgendwas, ein Glas Wasser. Und ich glaube, das ist Allergie, weil ich habe ein paar Mal so einen allergischen Anfall bekommen in meinem Leben. Und dann habe ich eine Pille genommen, so eine allergische Pille, ganz normal. Und irgendwie entsteht ich verliere einfach die komplette Kontrolle über meinen Körper, mein Gehirn und ich kann nicht atmen. Und ich frage den Nachbarn daneben mir, das ist so eine
finnische Businessmann, frage ich, kannst du mit mir reden? Am Anfang dreht es nur raus und guckt die Fenster raus, er wollte gar nicht mit mir reden. Und irgendwie spürt er, dass es mir nicht gut geht. Und dann hat er sein Lebensgesicht erzählt. Und das hat mir sehr runtergebracht, weil es einfach andere Gedanken. Ich lande und ich rufe sofort meine Mutter an und sage, was ist los? Damals hatte ich nicht so einen engen Kontakt mit meiner Mutter. Und das war der erste Tag für uns, also sehr, sehr enge Dialog über uns Leben. Hat sie erkennen können, was mit dir los ist? Ja, sie haben und auch andere Leute hat ja auch gesagt, Jebe, vielleicht geht es ein bisschen zu schnell gerade in deinem Leben. Hat dir das vorher noch niemand gesagt? Ja, diese Jahr 2009 schon, aber die haben, dann habe ich ja nochmal, ja, ich mache es am Tag auf. Das ist ja toll. Also ich meine, du hast auch in den Jahren vorher ja unglaublich viel gearbeitet. Das sind diese reizvollen Projekte. Ist es denn so, dass wenn man da jetzt, hättest du jetzt ein paar Sachen abgesagt, ist der Kunstmarkt so, dass du dann in Vergessenheit gerätst und nicht mehr angefragt wirst? Hättest du nur noch halb so viel gemacht beispielsweise? Ich glaube, das würde irgendwann zum Bruch sowieso kommen, glaube ich, weil das ist ja meine Lebensstruktur und das ist einfach da, so weit zu gehen und dann nicht mehr spüren. Das war meine Körper und meine Geist, ja, nicht spüren. Und ich glaube, das war ganz gut, dass es da gekommen und nicht jetzt, weil jetzt bin ich ein bisschen älter. Ist denn der Kunstmarkt so? Ja, der Kunstmarkt nimmt alles, was das kann. Das ist ja einfach so. Das ist, ja, okay, so sind Märkte. Aber ja, würde er dir verzeihen? Hättest du zwei, drei Sachen absagen können und du wärst trotzdem der erfolgreiche Künstler geblieben? Das glaube ich schon, ja. Das habe ich damals nicht so gesehen. Das mache ich jetzt sehr viel. Ich sage viel Nein, danke, weil ich einfach das nicht schaffe. Aber damals habe ich ein paar Monate später, wo ich mir sehr schlecht ging, da muss ich eine Wasserpavillon in Rijksmuseum in Amsterdam öffnen, zusammen mit Henry Moore, also ein Skulpteur, Wahnsinn. Und das war einfach ein Riesending. Und da muss ich einfach einen Tag vorher anrufen und sagen, du, ich kann einfach nicht kommen, persönliche Gründe. Und dann nächsten Tag habe ich so eine Straußblumen bekommen und gesagt, herzlichen Glückwunsch mit deiner Öffnung. Und das war einfach so, das war so eine Bestätigung, dass ich brauche nicht immer da zu sein. Mhm. Dass meine Kunstwerke ist da. Und das ist schön, weil sie manchmal da ist. Und ich liebe ja da zu sein bei Leuten und meine Kunst zu präsentieren und die Leute zu begegnen. Das ist da. Aber das, ich schaffe einfach nicht, überall zu sein. Das ist einfach nicht möglich. Du hast, als dir bewusst wurde, dass du krank bist, dass du in einer Krise steckst, hattest du das Glück, das ist ja auch ungewöhnlich, dass deine Stiefmutter dir sagte, du, unsere Nachbarin, die ist buddhistische Nonne, die ist auch noch Psychotherapeutin und Psychiaterin und sie hat im Übrigen auch was über Burnout und geh doch kurz mal rüber und informier dich. Ja, unglaublich. Ja, das war eine gute Zufall, aber ich glaube nicht richtig auf Zufälle. Da bin ich 24. Dezember eigentlich hochgegangen mit meiner Frau und ich saß da und dann hat sie mich erstmal eine Kompliment gegeben über einen Wasserpavillon, das sie gemacht hat in meine Homestadt, also da, wo ich wohne früher. Und ein sehr schönes spirituelles Erlebnis erklärt, das ich hatte mit meinem Kunstwerk, weil sie gar nicht damals angekommen ist, war ich einfach so weg. Und dann hat sie mir gesagt, Jebe, du musst einfach die Stecker komplett rausziehen von alles, was du tust gerade. Und das war so, ja. Du warst erleichtert genau das Richtige in dem Moment, ja. Ich war so erleichtert. Dass es jemand sagt, der auch gar nichts mit deinem Leben zu tun hat. Hätte deine Frau das gesagt, hättest du denselben Effekt oder einen anderen Effekt gehabt? Also leider nicht. Also jetzt höre ich, glaube ich, auf einer anderen Ebene zu. Aber damals hat sie das ganz sicher auch mehr gesagt, mehrmals. Aber ich habe danach nicht, das ist nicht angekommen. Mhm. Du hast dein Leben, man kann das auch nachlesen, im Übrigen auch The Happiness of Burnout heißt genau, das Buch. Ja. Und es gibt auch andere, ach, wir verlosen überhaupt. Wir haben so tolle Bücher zur Verfügung gestellt bekommen. Es gibt dieses große Buch von dir, das kann man auch kaufen für 39,80 Euro, habe ich gelesen. Aber wer das gewinnt, der liest eben auch. Du hast, wie das abgelaufen ist, wie du zu deinen ersten spirituellen Erfahrungen gekommen bist, was du gemacht hast. Wir können das ja jetzt kurz zusammenfassen. Du warst in einem zweiwöchigen, ja, wie würdest du es nennen, erstmal so wie so ein Notfall-Retreat oder? Ja, das war eigentlich Naturtherapie. Das war einfach in der Natur, kleine Übungen zu spüren und zu merken, aber auch richtig zu, von alles weg zu sein und plötzlich spüren, wie geht's dir eigentlich? Und da spürt man erstmal, wie krank und wie schlecht mir gehen damals. Und dann habe ich Werkzeug bekommen von diesen zwei Wochen und war sehr diszipliniert und hat diese. Was heißt Werkzeug? Ja, Werkzeug zu Alltag. Wie überlebe ich eigentlich mein Leben weiter? Und was ist, also das ist wie so eine Hard Drive. Mein Kopf und mein Körper war einfach so übersäuert, aber auch
übervoll, wir sind hart, weil dann nicht mehr, wir kennen alle, wenn der Computer ist zu voll, dann kann man gar nicht wieder starten. So ist die Gehirn eigentlich auch. Bei mir war es so. Und das muss erstmal langsam mit Ruhe und wenig Eindrücke einfach langsam in Balance zu kommen. Und das dauert aber welche einfach. Werkzeuge sind das? Denn das ist ja jetzt spannend. Also für dich war es so, dass du hast dich komplett zurückgezogen. Du hast du hast es ja auch wirklich gemacht. Ja, ja. Du hast es ja nicht nur für ein, zwei Wochen gemacht, sondern du hast ja wirklich, und du es wäre auch wahrscheinlich gar nicht gegangen. Ne? Das war auch nicht möglich anders. Aber ich habe mich so einen Tagesablauf, ich habe morgens aufgestanden, habe Frühstück sehr gemacht. Sehr früh morgens. Sehr früh, ja. Und dann bin ich 2 Stunden im Wald gelaufen und hat kleine Aufmerksamkeitsübungen gemerkt. Das heißt, ich habe gestanden, hat geguckt, dass die Blätter sich bewegen. Oder ich habe meine Spur im Schnee gespürt. Also alle so Sachen, das einfach, die ich hier und jetzt bringe, in hier und jetzt bringe. Und die da einfach langsam im Natur verbunden wäre. Und dann komme ich zurück, ich habe ganz viel geschlafen. Ich glaube, ich habe 16 zu 18 Stunden die ersten 2 Monate geschlafen. Das war unglaublich. Und dann habe ich geruht, dann habe ich Mittagessen gemacht, habe ich wieder geruht und ein bisschen gestretched gemacht. Und die Stretching, das ich da gemacht habe, das war Anfang zum Yoga. Meine Frau hat gesagt, guck mal, du machst doch Yoga gerade. Und da hat sie mir eine CD gegeben, das ist Schwangerschaft-Yoga, das war der einzige Yoga-CD, das wir haben. Und da habe ich dann meine Yoga-Sessions angefangen mit Schwangerschaft-Yoga. Du warst offen dafür. Ja, das war, glaube ich, ich war offen für alles, glaube ich, in dieser Zeit. Nee, Gott sei Dank nicht für alles. Ja, nicht für alles, aber für Sachen, die mir unterstützen kann oder irgendwo hinbringen, wo ich in meinen Körper spüren, und das ist ja Yoga, dann merkt man ihren Körper, man kommt rein, man achtet auf die Atmen und so. Wie oft haben dich diese Angstattacken heimgesucht? Sehr oft, die ersten paar Wochen, dann, also jeden Abend, dann lag ich stundenlang und hatte... Ich habe stundenlang so eine Hörband gespielt, so eine Yoga Nidra heißt es. Das ist wie so eine Körperscan, wo man so durch die Körper scannt. Und es gibt einen Yoga-Lehrer, wusste ich gar nicht, dass er war, aber er heißt Rod Stryker, ein Amerikaner. Da mache ich sehr viel Yoga mit seiner Art. Und das ist sehr, sehr im Atmen. Und da hat er so eine Körperscan-Yoga Nidra gemacht und das habe ich stundenlang gehört. Weil einfach immer wieder auf meinen Körper geachtet und nicht meinen Kopf losgelassen beim Gedanken. Und man kann gar nicht richtig sagen, was für Gedanken ist. Das ist einfach Angst, zum Angst zu bekommen. Ja. Und das steigt dann hoch schnell. Und der Angst ist ja am Ende eigentlich zum Sterben. Also das ist ja eine bei mir war das eine Todesangst, dass ich so und auch eigentlich im Wahnsinn zu bekommen. Also es ist einfach, also mentally ill werden. Also ja. Ich weiß gar nicht, was es auf Deutsch heißt, aber dass man einfach wirklich, wirklich krank werden, dann muss auf ein Krankenhaus. Ich war in dieser Zeit sehr zurückhaltend. Ich wollte nur homöopathische Medizin essen. Ich hatte eine Pille zur Sicherheit, für wann ich irgendwie total die Kontrolle verloren habe. Aber ich habe eigentlich mehr Angst, die Pille zu nehmen. Das ist meine Geschichte, wegen Drogen und Missbrauch und so weiter. Also ich habe mehr Angst, die Pille zu nehmen, dann nicht zu nehmen. Okay. Auf so eine Sicherheit. Aber das hat lange gedauert. Aber mit diesem Rhythmus und dieser Disziplin und klar, wöchentliche Therapie auch und Gesprächstherapie, dann ist es langsamer und langsamer besser geworden. Du hast auch, das ging in deiner Situation, Gott sei Dank auch wirtschaftlich, du bist ja dann auch nicht ins Atelier gegangen in der Zeit. Die Leute konnten das irgendwie ganz gut für dich laufen lassen. Johann König ist ein enger Freund von dir, der hier auch schon mal der Galerist. Ja. Der hat dir in der Zeit auch sehr geholfen. Ja, da war mein Studioleiter, Stefan Babenerde und dann Johann, die hat einfach das Ganze am Laufen gehalten. Das ist ja auch wichtig, ne? Es muss ja auch irgendwie Geld reinkommen, man muss ja zusehen, dass es jetzt nicht alles irgendwie entgleist und interessante Projekte, dass sie nicht alle wegfallen und dass es kommuniziert wird. Aber dann kommt plötzlich mit diesem Moment, dann kommt diese Lichtpunkte in diese Zeit, wo plötzlich eine halbe Sekunde oder zwei, wo dein Herz geht auf und du strahlst und du spürst, jetzt bin ich da, jetzt kriege ich jetzt wieder Gänsehaut. Und diese Moment, wo du hier und jetzt bist und du spürst plötzlich dich selbst auf eine ganz neue Art, das kommt immer wieder jeden manchmal Tag. Und manchmal wird es länger und länger. Und je mehr man sich zu sich selbst kommt, dann kommt ja auch die Frage, wem bin ich? Was mache ich und wo will ich hin? Und das war so dann Dialog mit mir selbst. Aber diese Momente werden wie immer länger und länger und die wird schöner und schöner. Und wer bist du? Ja, ich bin du. Also ich bin ein Teil von Universum, glaube ich. Und ich bin einfach eine Person, da
mit, glaube ich, meinem sehr großen Herz, euch lieben zu inspirieren und lieben, meine Erfahrung, meine Inspiration weiterzugeben und hoffen, dass diese Inspiration bei euch ankommen und dass sich mehr Liebe und Empathie in der Welt verbreitet. Und das bin ich, glaube ich. Empathie macht anfällig für Schmerzen, für Gefühle. Empathie macht einen ja auch angreifbarer und durchlässiger. Mhm. Also du bist wahrscheinlich, also ich weiß nicht, wer du vorher warst und ich weiß nur ein bisschen, wer du jetzt bist. Mhm. Sind das zwei sehr unterschiedliche Menschen? Hast du das Gefühl, dass du ein besserer Mensch geworden bist? Also ich habe mehr Achtsamkeit in meinem Leben und ich glaube, ich suche nicht mehr in außen. Also ich suche nicht Gegenstände und neue Sachen und großes Auto und eine Rolex-Uhr. Ich suche nicht irgendwie zu konsumen. Ich suche einfach, ich habe in meinem Katalog This Way von Wolfsburg Kunstmuseum habe ich geschrieben, ich brauche keine Porsche, ich bin der Porsche. Und plötzlich habe ich bei Meditation mit meinem Lehrer das angesprochen und dann plötzlich lachen wir total und sagen, wegen des Meditation und sagen, jetzt weiß ich das, ich brauche keine Porsche, mhm. Ich bin einfach der Porsche. Das Atmen ist die wichtigste, ist eigentlich die wichtigste, was das Vehikel vielleicht oder die Straße, auf der du dich gefunden hast, ich weiß es nicht, das Atmen ist nach wie vor für dich so unglaublich wichtig, das mhm. T-Shirt, das du trägst, Breathe With Me. Ja. Du hast es als Tattoo und es ist Teil deiner aktuellen Kunst. Ja. Beschreib doch mal, was das mit dem Einatmen, Ausatmen mit den Strichen auf sich hat. Also kurz, vor 10 Jahren konnte ich nicht atmen. Ich habe diese kleine Striche gemacht, ein Ausatmen, immer wieder einen Strich gemacht, mich Achtsamkeit, um meine Atmen zu kontrollieren, zu meinem Gehirn, also meinem Mind zu kontrollieren und mein Herz. Und da habe ich 1000 von Leinen gemacht. Und irgendwann habe ich größere Striche gemacht, immer auf die Ausatmen, also man atmet die Welt ein und was man ausatmet, gibt man die Welt irgendwas. Also nach dem Prinzip, das du vorhin erklärt hast, 4 Sekunden einatmen. Halten eigentlich 4 Sekunden und dann wieder ausatmen 4 Sekunden. Du hast gesagt, die Ausatmen länger machen. Okay, ne? Aber wenn man nur so eine Balance kriegen, dann ist es 4-4-4-4. Mhm. Also 4 ein, 4 Pause, 4 aus und 4 Pause. Und übernimmt das Gehirn das irgendwann automatisch oder muss man sich daran erinnern? Also man muss schon, ich glaube, jeden Tag denke ich über öfters, auch wenn wir jetzt hier reden, habe ich auch schon eine kleine Übung, ja? Wo ich Pinal Haare, wo ich von oben nach unten atme. Und das ist so eine Übung, und ich glaube, man muss sich immer wieder erinnern. Irgendwann kommt es für seine automatisch, aber da muss man viel üben. Diese Striche, die du gemalt hast, die wirken auf den Betrachter, der oder die Betrachterin, die jetzt nicht so viel mit Kunst zu tun haben, die werden sagen, what? Warum? Also solche Striche, was ist, also wer deine Geschichte nicht kennt, wer die Geschichte mit dem Atmen nicht kennt, was wird der sehen? Wird er das als Kunst verstehen? Ja, das ist eine, dass man mitmachen. Die Idee war ja, dass wir dann plötzlich nach New York gegangen und hatte von der UN während der Klima-Top-Meeting, also der Klima. 2019 war das. Ja, sind wir eingeladen, da in ein Foyer auf UN Headquarter, also Hauptgebäude, haben wir so eine Villa aufgebaut und da haben wir die Politiker, die Präsidenten und die Leute da einfach vorbeigelaufen. Das waren leider nicht alle. Ich habe auch Frau Merkel gefragt, sie war leider schnell vorbei. Ich habe sie auch geschrieben, aber sie haben schon gesagt, dass sie nicht Zeit hatte. Aber andere, Michael Bloomberg und so Leute, hat schon ihre Atmen als so eine Verbindungszeit. Hat ihre Atmen, du hast jetzt gerade so nachgemacht, das heißt, die haben dann wirklich sich einen Pinsel genommen, haben sich Farbe geben lassen und haben einen Strich einatmen oder? Ja, die haben 4 Striche gemacht, weil der erste ist nervös und die zweite ist so, und dann kommt nochmal 2. Also 4 Ausatmen hat die gemacht und dann hast du die Pinsel weitergegeben zu den nächsten. Und dann könnte ein Indianer von Amazon sein oder ein junger Klimaaktivist von jemand. Und da hat einfach die Leute hat diese Leinwände gemalt. Und nach diese 4 Tage in UN haben wir dann in Central Park mit Metropolitan Museum of Modern Art haben wir einen 300 Meter lange Wellen gemacht durch die Central Park. Und da haben die einfach über 3000 Leute sind gekommen, 3 Tage und hat dann ihr Atmen, ihr Statement einfach über Atmen. Was ist unser Atmen? Wir fangen unser Leben an, wenn wir dann einatmen. Irgendwann sterben wir mal ausatmen. Und dazwischen hängt unterschiedliche Leben. Aber irgendwann haben wir was zusammen. Wir atmen das gleiche Luft hier und wo immer in der Welt. Es ist einfach das gleiche Luft. Ja, Gott sei Dank nicht in China. Wir haben ja schon bessere Qualität. Ja, genau, aber das ist immer noch das Gleiche irgendwie. Und die Tierwelt und die Natur ist nur so. Irgendwie hängen wir zusammen, verbinden uns zu das. Ja. Und ich glaube, das machen wir einfach mit dem. Aber auch, dass wir, weil wir diese ausatmen und plötzlich sehen diese 1000 von blauen Streifen, dass wir einfach
zusammenhängen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir einfach zu spüren, wir sind gleich, wir sind zusammen und wir sind einfach alle gleichwertig. Und das ist, glaube ich, mit diesem Projekt sehr wichtig für mich zu zeigen, weil es einfach, man sieht diese blaue Striche und man sieht tausend, was für blaue Striche habe ich, weil ich zurückgucke in mein Leben, Millionen von blauen Strichen, und wie sieht die aus? Und wie sieht deine Streifen aus? Das, warum habe ich eigentlich heute, weil wir vielleicht fertig, können wir nochmal kurz ein paar blaue Streifen zusammen machen. Hier liegt immer noch zwischen uns dieser wunderbare, aus Naturfarben bestehende Tuschkasten. Können wir in Berlin eigentlich ein Projekt von dir sehen aktuell? Also momentan zeige ich ein Kunstwerk in St. Agnes bei Johann König. Das macht er gerade ein sehr schönes, weil jetzt die Kunstmesse Basel in Basel nicht stattfindet wegen der Corona-Krise. Dann hat der Johann eigentlich seine eigene Basel-Messe in die Kirche gemacht. Und das kann ich empfehlen, weil das ist einfach, glaube ich, 150 oder 200 Künstler von Kippenberger zu alle Johanns Künstler in der Galerie und dann auch ich. Also so, das ist ganz viel gemischte Künstler und das ist einfach sehr spannend, glaube ich, da hinzukommen auf Johanns Messe heißt das, in der Kirche. Ja, St. Agnes ist diese ehemalige Kirche, so ein Brutalismusbau, in dem er seine Galerie hat. Weißt du, wie lange diese Messe Nee, weiß ich leider nicht. Wird? Nicht in der Sekunde, nein. Okay, weil falls Sie das jetzt als Podcast hören, und denken, oh, dann fahre ich mal nach Berlin oder werde jetzt mal zu St. Agnes gehen. Kann sein, dass es schon wieder vorbei ist. Dann müssen Sie sich informieren. Ich bin jetzt abgelenkt. Ja. Du vergisst dein Atmen, sehe ich gerade. Ja, ich kann nicht bewusst atmen. Ich muss das erst noch lernen. Ich finde das so rührend von meinem Körper, dass er das so einfach macht, ja, dass er sich von sich aus daran erinnert, das zu tun. Ich mache jetzt einfach nur Striche, Streifen. Aber ich mache es nicht so gewissenhaft wie du. Denn du würdest es so machen. Ja, einatmen und ausatmen. Nur warte mal. Ja, einatmen ist ein Strich, warte. Einatmen erstmal. Die Welt ein. Ja. Und dann die ausatmen, dann machen wir einen Strich. Solange dass du Strich, machst du den Strich. Einatmen. Und wieder einen Strich. Okay, ja. Und macht man einmal ein Blatt da, dann sind wir einfach ganz ruhig in Körper und Seele. Stichwort La Guardia, da gibt es ein Projekt. Ja, ich habe letzte Woche in einer ersten großen Kommission, also Kunst am Bau, in LaGuardia Flughafen in New York. Das ist ein neuer Flughafen, gebaut oben auf die alte, gleichzeitig, ziemlich crazy. Und da hat die vier, also eigentlich 16 Künstler eingeladen und dann hast du jetzt vier Künstler ausgesucht und seit einem Jahr sind wir dann dran, Kunstwerke da zu installieren. Und ich habe mich in diesem Hauptraum, wo man steht und Kaffee trinken und wo die anderen Läden umrum ist, da ist so ein Hauptraum und da habe ich so als Bänke, das ein bisschen so sich schlingeln, mit einem Loop drauf und so, das sind nicht normale Bänke, die gibt einfach so eine lustige, spielerische Energie. Und das ist eigentlich der Band von Ballon, weil oben in der Decke, da hängt 75 Ballons, was es so verspiegelt und unterschiedliche Farben. Keine richtigen Ballons, sondern es ist was für Metall. Ist es Metall? Ja, das ist Metall, Hochpolyedelstahl. Mhm. Und der Arbeit heißt All Your Wishes und das ist einfach diese Wünsche, weil man sehen, einen Ballon wo hochfliegen und wo fliegt es dann hin? Und man fängt eigentlich an, wenn man durch die Security kommt, dann hängt ein Ballon da. Und dann wundert man sich, was eigentlich, dem da das sehen oder die Kinder. Und dann bewegt man sich durch die Terminale und dann hängt da immer wieder Ballons und manchmal mehr und manchmal weniger. Und das ist, das war letzte Woche, diese Woche hat die Gouverneur auf New York das geöffnet. Und, ach schön. Das ist sehr schön. Ich bin ja leider nicht da. Das war auch lustig oder interessant, dass man nicht da ist. Aber diese Kommunikation plötzlich zu haben mit auch Presse, aber auch mit Mitarbeiter, Handwerker, Public Art Fund, das ist inszeniert. Dieser Dialog war so spannend und interessant, dass man eigentlich das schaffen, ohne dass man da sein soll. Und es gibt ja durch die sozialen Medien sowieso die Möglichkeit, mehr oder weniger in Kontakt mit dir zu treten, weil du auf Instagram Workshops gibst zum Atmen. Machst du das noch weiter? Jeden Mittwoch um 7 Uhr, dann lade ich Leute ein. Mit 7 Uhr morgens oder 19 Uhr abends? 19 Uhr abends, Entschuldigung. Okay. Und da lade ich Leute ein, dann meldet man sich, drückt man auf meine @jebehain und dann leite ich so ein bisschen das auf Englisch, aber man kann auch mit Kinder und mit alle ist herzlich eingeladen. Dann melde man sich an und dann leite ich und dann male ich einfach Striche erstmal auf dem Papier und dann male ich eigentlich mein Zimmer zu Hause. Da bin ich jetzt halb durch und dann einfach, weil wir so ein bisschen eingeschlossen waren, da habe ich gedacht, dann male ich einfach diese blaue Striche auf meinen Wand. Ja, so, da kann man auch mich live treffen. Gut. Jeden Mittwoch. Ich hatte ja das Glück, dir heute gegenüber zu sitzen. Vielen Dank, dass du so viel von dir erzählt hast. Dankeschön. Bleib gesund und so heiter und so kraftvoll und so inspirierend. Der letzte Song kommt von?
Jonas Hansen, das heißt Breathe With Me, das hat er extra geschrieben für dieses Projekt und das geht einfach gerade zum Herzen und ich hoffe, dass das ein Lied da irgendwie richtig gesungen werden in der Welt. Kannst du uns zum Abschluss noch, irgendwo habe ich was von diesen dänischen Inselbrötchen gelesen und ich finde, das liest sich so lecker. Kannst du uns sagen, wie man die macht? Ja, jetzt momentan bin ich ja sehr viel in Sauerteig drin. Das ist ja wegen der Zeit. Du bist sehr viel in Sauerteig ja, drin. Genau, ja. Das ist mein Lieblingssatz. Aber die hier sind ja nicht so viel mit Sauerteig zu tun, aber das ist einfach ein bisschen Hefe, Dinkel, Weizen und dann alles, was gibt. Karotten, Sonnenblumenkern, ein bisschen Buchweizen, was man da gerne machen, reinhauen. Rühren, rühren, rühren. Sehr klebrig Teig. Mhm. Stehen lassen ein paar Stunden und dann nimmt man zwei Spoons, also Löffel. Zwei Löffel. Und dann raus auf die Blech, ein bisschen Olivenöl dran und dann mit hoher Wärme irgendwie, lecker, bis du knusprig bist. Die dänischen Inselbrötchen. Genau. Und heißen die Inselbrötchen, weil sie aussehen wie die dänischen Inseln? Nee. Nein. Weil sie von den, weiß ich nicht. Naja, so wie du es gerade beschrieben hast. Genau, ja, ja. Wie die auf dem Backblech liegen. Ja, ja. Und wir verlosen ein ganz tolles Buch, das heißt This Way, Jeppe Hein. Das ist ganz, ganz schön. This Way, Katalog von Kunstmuseum Wolfsburg, wo das sehr schöne Texte gibt und ein langes Interview. Ja, sehr schön. Das lässt sich auch gut anfassen. Es ist das mit so einem Stoff, wie mit so einem Stoffbezug. Mhm. Und, sehr haptisch. Ganz, ganz schönes haptisches Buch. So. Und was müssen Sie dazu tun? Sie müssen uns eine E-Mail schreiben und wir müssen uns jetzt noch ganz schnell die eine schlaue Frage überlegen. Vielleicht schicken die ein Foto von, dass die ihre blaue Atemstriche gemacht hat. Oh, das ist aber innovativ. Sowas haben wir noch nie gemacht. Ja. Das ist toll und vor allen Dingen ist es interaktiv. Genau. Sehr inspirierend und genauso machen wir es. Wer das Buch haben möchte, der bewirbt sich mit einer kleinen E-Mail an hörbar@radio1.de. Nehmen Sie Ihren Tuschkasten und tauchen Sie den Pinsel in die Farbe und atmen Sie. Beim Ausatmen machen Sie einen Strich und dann machen Sie noch einen und noch einen. Schicken Sie uns das Foto und dann gewinnen Sie mit etwas Glück das Buch von Jeppe Hein. Vielen Dank für deine Geschichten. Auch, ja. Ich wünsche Ihnen und euch einen schönen Sommer. Wir hören uns in echt spätestens Mitte August wieder. Also verbringen Sie einen schönen Sommer, bleiben Sie gesund und bis bald. Ja, vielen Dank und tschüss von meinem Herz. Come on over here, let's gather round. Take some time and ease our frown. Start breathing. Let's take care of ourselves in this world. Take a good look around. Every boy, every girl, start breathing. Hey, come on and breathe.